Mein Gott, schon wieder so ein blöder LKW. Wie lang braucht denn der noch? Ich hab's eilig. Gebitte, geht das nicht ein bisschen schneller? Okay, lassen wir einmal all die lästigen LKW verschwinden. Probeweise, nur für ein paar Tage. Wichtige Lebensmittel gehen aus. Es gibt keine Tageszeitungen mehr. Briefe und Pakete können nicht mehr zugestellt werden. Baustellen kommen zum Erliegen. Restaurants müssen Menüs reduzieren. Lebenswichtige Medikamente können nicht mehr ausgeliefert werden. Tankstellen haben keinen Treibstoff mehr. Milch kann nicht mehr von den Bauern geholt werden. In den Hotels bleiben die Gäste aus. Der Flugverkehr bricht zusammen. Müll bleibt in den Straßen liegen. Es gibt kein Papier mehr zum Drucken. Unternehmen müssen schließen. Busse stehen still. In Spitälern kann nicht mehr operiert werden. Sie sehen, LKW-Transporte sind für unsere Gesellschaft lebensnotwendig. Alle Produkte unseres Lebens müssen zu irgendeinem Zeitpunkt mit LKW transportiert werden. Ob große oder kleinere Dinge, ob kürzere oder längere Strecken. Im kombinierten Verkehr reisen LKW umweltfreundlich mit der Bahn oder mit dem Schiff. Container kommen oft aus Übersee, werden aber die letzten Kilometer auch per LKW transportiert. Was die wenigsten wissen, die meisten LKW-Transporte sind kürzer als 100 Kilometer. Aber die müssen sein. Es gibt keine Alternative zum LKW, wenn wir so leben wollen, wie wir leben. Die ersten und letzten Transportkilometer reist jedes Produkt immer mit dem LKW. Leben wir also mit ihm. Denn er bringt, was wir alle täglich brauchen. Leben wir mit den Friends on the Road. Sie sind für uns unterwegs. Für jeden Einzelnen.